Oh, ein Skelett. So, jetzt könnte ich gerade so ein bisschen auf dem richtigen Weg nach Hause sein. Ich sehe schon sowieso kommen, dass nicht ich derjenige bin, der den Weg nicht findet und stirbt, sondern du. Es könnte tatsächlich sein, ich werde hier nämlich gerade von megamäßig vielen Monstern eingekreist und habe gerade tierische Angst. Nein, Creeper, nein, noch ein Creeper, nein! Tot! Fuck! Jetzt wurde ich aber massiv gerade eingekreist. Das ist natürlich scheiße dann. Ja, aber hier, die waren gerade ganz plötzlich Ja, ganz. das willst du machen. Das ist halt dieses Spiel. Jäger, Du viele willst Monster. halt Ja, diese ist mir schon Belohnung. klar. Aber jetzt komme ich hier schon wieder nicht weg und hier schießt ein Skelett auf mich. Jetzt bin ich gerade auch ein bisschen angepisst, muss ich sagen. Fickt euch alle, geht weg! Komm rein, hier ab in die Bude und Tür zu. Bin jetzt So. gerade auch ein bisschen angepinkelt, vor allem wegen meiner geilen Axt. Aber es kann nicht weit weg von hier gewesen sein. Es war irgendwie 200. Hast du dir so ungefähr. In den 220ern, den zweiten Wert, ich glaube 77 oder so, irgendwie sowas. Du kannst dir mal merken, wenn du auf die Karte guckst, dann ist ja unsere Position neben diesem Wasserdreieck relativ Ja. gut zu sehen. Und du weißt jetzt nicht ungefähr, wo so der andere Punkt Jetzt war. habe ich auch gerade gesagt, 220, keine Ahnung, 73 oder so war der letzte Punkt, wo ich auf die Karte, auf die Dingens geguckt habe und mir das gemerkt habe. Na gut, komm mal, weißt du was? Also kann Einfach eigentlich nicht nur. weit weg von uns sein. Das baue ich mir erstmal. So, können wir jetzt. So, guck mal, ich habe jetzt mal so ein bisschen. Mal ein bisschen Licht angemacht hier draußen, mal ausnahmsweise. Dann können wir uns nämlich deine geile Axt schnell mal wiederholen. Ist jetzt zwar ein bisschen rumgecheate. Also So. irgendwo da lang muss es gewesen sein. Okay. Kann natürlich sein, dass durch dieses Set-Time jetzt natürlich dann auch die Sachen, die despawned sind. Höre eine Spinne. Wir sollten aber tagsüber eigentlich friedlich sein. Im Wasser war das oder wo war das? Nee. Bei 220, meintest du? Was zum Fick? Was denn? Ist gerade ein Skelett. Oder hat gerade was auf mich geschossen. Und da hinten kommt ein Creeper angerannt. Und gleich sterbe ich wieder. Verpiss dich, Creeper! Boah, ich habe noch ein Viertelherz. Hast du denn dir eine Axt oder sowas mitgenommen? Intelligenterweise natürlich nicht. Ja, das wird jetzt nicht das erste, das letzte Mal im Spiel sein, dass wir so eine geile Axt dann kriegen. Na, dann mache ich mir jetzt keine Gedanken. So, 220, was meintest du ungefähr, war die zweite Zahl? Irgendwas mit 77. Irgendwas mit Also irgendwas in den 77, das 70er. Da habe war. ich, wie gesagt, das letzte Mal auf die Karte geguckt und mir es gemerkt. Also es muss irgendwie so in dem Dreh gewesen sein. Und du kamst aus dem Es war, Wasser. naja, nee, ich kam nicht mehr direkt aus dem Wasser. Ich war schon relativ bergig und waldig. War das Schneeregion oder Nee. wo war das? Schauen wir das mal hier oben an. Hier ist ein Tombstone, Erfahrungspunkte. Das sieht gut aus. Erfahrungspunkte ist doch schon mal gut. Tombstone steht doch hier kein doch Draki. Aber hier nur Erfahrungspunkte, hier sind keine Items. Was? Wo bist du? Da hinten ist ein Apfel. Hier ist nur ein Apfel. Und ein bisschen, bist du gerade noch mal gestorben? Ja. Dann war das, wo du eben gestorben bist. Weil hier habe ich jetzt nur einen Apfel und so gefunden. Und auch nur ganz wenig Erfahrungspunkte. Also eigentlich viel zu wenig für die Spielzeit, die du eigentlich Du, gehabt warum rennt hier hättest. schon wieder ein Skelett rum? Es ist Tag. Weil Skelette den ganzen Tag rumrennen. Also wenn du Schatten hast, also wenn es irgendwo dunkel ist, sind Skelette ganz täglich unterwegs. Bloß nachts laufen sie halt überall rum. Ja, es ist blöd, wenn du nicht wenigstens ungefähr weißt, wo das war, haben wir echt geringe Chancen und verbrauchen jetzt echt auch zu viel Zeit, das Zeug dann zu suchen.
Ein Chocobo. Was mich hat auch theoretisch ärgert, dass ich mega viel von dem Schokobo-Futter mit dabei hatte. Ja. Ja, das kannst du knicken. Ohne den Anhaltspunkt finde ich hier nichts. Kann ja überall sein. Meine schöne Spitzhacke. Ja, jetzt ist sie weg. Egal, wir haben doch genügend Diamanten. Machen wir halt Diamanten-Stuff. Ja, jetzt kein Beinbruch oder so. Und wenn wir die Höhle erkunden, die ich da gefunden habe, dann finden wir sowieso noch anderes geiles Zeug. Wir uns dafür jetzt nur noch ein bisschen ausrüsten, deswegen besorge ich uns noch ein bisschen Essen. Hoppala. Entschuldigung. Und yay, Eis. Und eiskaltes Wasser. Gerade ein bisschen wildes Zeugs gefunden. Ja. Wildes Zeug. Na hier, wilden. Oh, hier ist eine Art. Ist das ein Eispalast? Nee. Wildes Getreide. Das nehme ich gleich mal mit, dann gibt es ein bisschen Brot. Ja. Ich sorge dafür, dass wir gleich. Oh, ich habe hier die NPC-Siedlung gefunden. Können wir ja mal gucken, ob wir hier nicht uns irgendetwas holen können. Zum Beispiel Kaktuspan, Kaktus Pickaxe Head. Aha. Paper Axe Head. Irgendwelche Patterns, also welche Blaupausen, die werden ja auch später noch interessant. Da drüben hüpfen unsere Schokobos rum. Ja. Ich grief mal so ein bisschen den ihre Dörfer. Also den ihre Häuser hier im Dorf. Heißt, ich griefe, ich klau ihnen ihr Zeug. Die klauen unser Zeug. So. Ja, macht ja jeder. Bronze Pickaxe Head. Kann man es einfach jetzt auf ein. Ich nehme sowas mal mit, mal gucken, was gibt. Stone Knife Blade. Ach klar, das kann man dann wahrscheinlich dann auf so einen Stock dann einfach drauf machen. Und dann, kommt man da eine spezielle Pickaxe oder sowas. Ich pflanze ganz viele Bärenbüsche bei uns ins Haus. Jo. So. Aber ich glaube, ich komme auch mal zurück. Ich habe jetzt hier zwar noch nicht alles durchsucht, aber man will ja auch die lieben Nachbarn nicht gleich am Anfang schon so verärgern. Da ist sowas komisches Grünes auf der Karte. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Ich habe noch nicht so richtig festgestellt, was das darstellen soll. Ja, irgendwas. Keine Ahnung. So, Simbel, stirb! Na gut, ich würde sagen, ich komme jetzt auch erstmal wieder nach Hause. Dass wir uns dann auf die Höhlenerforschung vorbereiten können. Yep.
Es gibt echt noch sehr viel zu entdecken hier bei Minecraft Hexit. Wird uns auch sehr viele Folgen kosten, überhaupt reinzukommen. Aber das kennt ihr ja schon von uns, wa? Oh, was ist das denn hier? Lässt sich irgendwie nicht abbauen. Der Enden interessant aus. Ey, Hilfe! Sieht aus wie die Kies, nur mit Eisen. Was ist denn das? Ach, Copper Gravel Ore. Ah. Also Kupfer dann. Also, ob ich aus Brot und Beeren vielleicht Marmeladenbrot machen kann? Hier runter. Oh, hier gibt's ganz. Oh, gibt's Spinnennetze. Aufpassen. Hier gibt's ganz viel Eisen. Oh, sieht echt aus wie so ein Eispalast. Es ist wunderschön hier, dieses Winterbiom. So, noch schnell das Eisen hier mitgenommen. Also auf jeden Fall mit dem Eisen, das ich jetzt gefunden habe, da dürfte es unser Eisenvorrat so groß sein, dass wir uns jetzt für die nächste große Expedition hier bestens eindecken können. Eine Art Gletscher ist das hier. Oh, hier können wir noch so viel erkunden in dieser Welt. Geil, da freue ich mich richtig drauf. Ich hoffe, ihr euch auch, liebe Leute. Auch wenn es der Anfang hier noch ein bisschen holprig war, aber naja, ihr kennt das ja bei uns. Das ist halt alles so, wie es ist. Wir sind immer noch die totalen Noobs. Aber wir geben uns zumindest... Ich gucke gerade in dieser lustigen Crafting-Liste nach den Beeren, um mal zu gucken, was man aus den Beeren vielleicht machen kann. Weil die bringen ja, wenn man sie isst, bloß... Ah, gute Idee. Bloß ein halbes Essensdingens. Da muss man ja bestimmt noch irgendwas draus craften können. Vielleicht ein Bärenkuchen oder sowas. Weil ich habe uns jetzt mega viele Bärenbüsche hier angepflanzt. Oben ist auch noch so ein Loch im Fels, aber oben wird auch langsam echt wieder Abend. Hier ist auch der Eingang zu etwas, das sieht aus wie eine Höhle. Oh, hier ist auch nochmal Eisen. Warst du zufällig in der Winterregion unterwegs? Zwischendurch mal, ja. Weil hier ist ein kleiner Stollen in dem Fels reingehauen. Das kann sein, dass ich da gebuddelt habe. Ich finde hier keine Bären in den Instruments. So. Upsi. Jetzt nur gucken, dass ich nach Hause komme. Unbeschadet mit den ganzen Eisen im Schlepptau. Muss über diesen Berg hinüber. All diese Höhlen hier. Und nochmal Eisen. Also, jetzt haben wir uns echt so viel beschwert, dass wir kein Eisen finden. Jetzt finde ich hier echt Eisen am laufenden Eisenband. Röt, 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 röt. Röt, 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 röt. Aue. So, ich glaube, ja, jetzt habe ich den richtigen Weg nach Hause gefunden. Oh, das geht. Ja, komm, als ab nach Hause, Draki. Ja, ich bin ja schon zu Hause. Gut. Dann kannst du mir schon mal den Ofen vorwärmen. Ich mach schon mal den Ofen an. Die Hausschuhe hinstellen für unser noch nicht existierendes Bett. Den noch gar nicht haben. So. Hallo, Schatz, du bist zu Hause. Ja. So, ich habe 45 mal Iron Ore. Ja, baller das mal in den Ofen. Ja, ist auf jeden Fall schon drin. Und Draki wird auch schon müde, liebe Leute. Das heißt, wir machen jetzt ja auch gleich Feierabend. Aber zuvor will ich mal gucken, ob das hier so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Und ich war... Oh, wir haben kaum noch Holz. Doch, wir haben noch genug Holz. Was sagen. An Holz soll es nicht scheitern. Oh. Bleib doch im Haus. Ja, ich komme ja schon wieder zurück. Warte mal, liegt das Blaues draußen? Ach nee, doch nicht, es war bloß die Blume. Wo haben wir denn jetzt hier eigentlich unsere da 8 Diamanten? Können wir vielleicht ja Diamond Pickaxes draus machen? So eine
Und noch eine. Also entweder bin ich blind, aber ich finde hier keine Beeren. In dieser lustigen Crafting-Liste. Materialien-Liste. Okay. Hier, deine Diamond Pickaxe. Danke. Oh, Draki, ein bisschen mehr Motivation hier im Let's Play. Was sollen denn die Dankeschön. Leute denken? Ja. So, ich würde sagen, wir machen uns hier direkt noch eine Kiste, weil das reicht ja hier nicht aus. Mehr gar nichts, gar nicht irgendwo hin. So. Tack. Danke mich. Doppelkiste. Jetzt können wir das ganze Zeug hier mal alles reinschmeißen. Ah, Schneebälle habe ich gefunden. Ja, Schneebälle hatte ich auch. Schnief. Oh. So, wieder zurück hier. Na, draußen sind wieder die bösen Unholde unterwegs. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt echt viel Eisen und können gleich anfangen, uns eine kleine Eisenausrüstung herzustellen. Das ist schon mal gut. So. Wie sieht es eigentlich bei dir mit dem Essen aus? Hier, hast du einen Steak? Danke. Aber Essen ist bei mir relativ voll gerade. Gut. Ja, wir müssen eh noch Essen besorgen, wenn wir dann unter Tage geben wollen. Aber auch genügend Kohle. Habe ich auch nämlich genügend Kohle hier reingeschmissen. 42 Stück. Können wir dann nämlich noch. Nee, das mache ich jetzt direkt uns schon mal ein paar. Fackeln herstellen. Ja. Was denn? Draki bewirft mich mit Schneebällen. Ne. Ich wollte mal gucken, wofür die gut sind. Ich noch, eine Holz. Kann man ganz wunderbar zum Yoga bewerfen benutzen. Also ich habe hier gekochtes Schweinefleisch gerade aus dem Ofen geholt. Immer sehr gut. Oh, hier ist auch noch rohes Schweinefleisch. Das packe ich auch gleich mal in den Ofen. Ja. Ich glaube, wir brauchen einen zweiten Ofen. Ja, wir brauchen auch noch mehr Kohle im Ofen, sehe ich gerade. Gleich mal welche reingelegt. Jawohl, einen zweiten Ofen können wir uns ja relativ schnell bauen. Genügend Steine haben wir ja da. Oh, ich trinke jetzt mal schnell einen Schluck. Oh, falsche Steine. So. Alright, wieder besseren Wissens gehe ich jetzt nach draußen. Du bist so mutig. Oh, hier ist ja diese Riesenhöhle, die du vorhin gefunden hast. Ich glaube, die Riesenhöhle führt dann in die Höhle, die ich so aus Zufall gefunden habe. Ich glaube, um das Let's Play jetzt mal ein bisschen zu beschleunigen. Stelle ich mal die Uhrzeit mal auf Tag um. So, wo bist du denn jetzt? Dazu die gleich mal abbauen. Ich bin gerade draußen unterwegs, weil ich uns Essen besorgen gehe. Ach so. Geh die Schweinepopulation ein bisschen eindämmen. Die armen Schweine. Mit meiner Spitzhacke, weil ich so faul war, mir ein Schwert zu craften. Du machst mit deiner Spitzhacke Schweinejagd, das ist ja verwerflich. Ja, ich bin total der total blöde Minecraft-Fag. Ist voll der Boon, ey. Ja, echt mal. Ist voll übel. Ich mach alles mit meiner Spitzhacke. Ist gerade mal in meinem Höhlchen hier drin. Gucken, ob ich hier noch was ist, was ich übersehen hab. Nee. So, das war hier schön mit ordentlich Steaks in der Tasche, dann gleich losziehen in der nächsten Folge. Yay!
Aber wir sollten dann auch demnächst einmal Aufnahmestopp machen. Ich sammle Beeren. Beeren sind zwar irgendwie nicht ganz so nützlich. Zumindest nicht, solange ich nicht rausgefunden habe, wie man damit... Vielleicht einen coolen Kuchen backen oder sowas, so ganz unfamos, so unfamoserweise. Weiß es nicht. Oh, ganz viele, viele Schweine hier. Sag hier, Großschlachtung. Schweine wollt ihr ewig leben. Die Frage ist nur rhetorisch gemeint. Bist du böse? Ja. So. Naja, im Endeffekt, wir brauchen was zu essen. Yay, ein Schokobo. Und deswegen gibt es heute Schokobo-Braten. Und da steh ich. Nein, da habe ich noch ein bisschen Kohle. Die nehme ich noch. Oh Gott, es fängt doch an zu regnen. Ah ja, ich höre schon. Und zu donnern. Oh, es gewittert sogar. Übelst. Übelst. Voll cool, ey. Na, ich meine, total der Hammer. Wenn diese roten Linien hier nicht wären, dann würde das bestimmt noch viel cooler aussehen. Welche roten Linien? Ich sehe hier rote Linien. Seit ich neu gestartet habe. Achso. Darky hat echt voll die besten Grafikeffekte, aber ich bin ja auch nicht besser. Wobei, langsam hört das bei mir auf, oder ich sehe es einfach nur nicht mehr. Ich komme hier nicht mehr hoch, weil ich viel zu doof bin, auf einem Block zu springen. Jetzt hau ich Darky tot. Weil sie mir ganz einfach vor die Pickaxe springen. So, wir müssen noch rausfinden, wie man einen Bogen macht, damit die ganzen Pfeile hier auch mal was bringen. Kannst du mal gucken in dem Wiki. Also ein Bogen ist ja eine reguläre Minecraft-Waffe. So. Da haben wir auch noch ein bisschen... Sehr schön. Aber hier 45 Mal haben wir hier. Dann brauche ich 3 Sticks und 3-mal Spinnennetz. Faden. Okay. 2-mal Faden haben wir. Ich mache uns jetzt erstmal noch ein bisschen Eisenwerkzeug. Aus dem Grunde. Gucken, ob wir hier in der anderen Kiste noch ein bisschen Faden haben. Wir haben doch so viele Spinnen gekillt. Warum haben wir keine Fäden? Eine berechtigte Frage. Ah, hier, das habe ich gesucht. Ein bisschen Holz noch. Nee, fehlt uns einmal Faden für zum Bogen bauen. Eine Steinaxt habe ich auch jetzt gesucht, weil ich wohl noch ein bisschen Holz abbauen. Also hier oben, da können wir direkt mal das Kopper rausnehmen und können dort die 16 Steaks reinpacken, dass die schön braten. Und ich gehe fix noch einen Baum hacken. Ey, voll die Spannung hier bei Minecraft mit dem Creeper. Bam! Boah, der hat hier ein ganz schönes Loch gehauen. Blöder Creeper. Boah! Was nun? Boah, hab grad einen riesen Baum gehackt mit nur einem Block, der ist in sich zusammengefallen. Boah, das sah so geil aus. Geil. Schön. Ja, 64 Holz dadurch auf einmal bekommen. Krass. Erstmal keine Holzprobleme mehr. Achso, du hast meine gepflanzten Bäume hier eingehackt. Ja, das waren so vier Stämme aneinander waren das gewesen. Ja, ja, ich habe ja hier vorhin auch ganz viele Bäume gepflanzt. Ja. Wie geil. Ja, jetzt habe ich 4x64 Blöcke Oakwood rausbekommen. Auf jeden Fall genügend Material, um uns jetzt noch die Ausrüstung dann für unseren Dungeon Run herzustellen. Ja, sehr gut. Ein paar Pickaxes. Ein paar Iron Pickaxes stellen wir uns hier. Jeder 3 Stück sollte erstmal reichen, oder? Ja, ich denke auch.
So, dann kriegen wir noch jeder noch eine Iron Axe. Um dann Bäume zu hacken. Und noch zwei Eisenspatens. Eisenspaten? Ja, zwei eiserne Spaten noch. So, Drakilein. Pack dir mal deine Pickaxes und Spaten und so in die Truhe rein. Pack die Badehose ein. Warte mal, ich bin noch dabei reinzupacken, dass du dich gleich wunderst, warum das Zeug nicht alles drin ist. So, deins ist alles in der Truhe drin. Jetzt können wir noch gucken, dass wir uns noch irgendwie, keine Ahnung, noch einen Helm oder so herstellen oder sowas. Gut, keine Ahnung, wie man Naja, da sollen wir auf jeden Fall schon mal. Ich habe gerade mal ein bisschen Mehl hergestellt. Ja. Und eine Schere mache ich uns auch noch. Oha, aus dem Mehl kann, da mache ich was. Gucken, was jetzt kommt. Draki, nein, du wirst dich freuen. Ich habe dir eine Schere gemacht. Guck mal hier. Ja, Roffel. Extra für dich eine Schere. Super, danke. Du hast eine Schere. Dankeschön. Nee, aber was ich jetzt gerade sehe, ist, dass ich die ganze Zeit Brot gemacht habe, indem ich, also ganz klassisch, drei Weizendinger aneinander gepackt habe. Wenn ich aber nur ein Weizending nehme und daraus Mehl mache, dann backt er aus einmal Mehl ein Brot. Sprich, es ist wesentlich effizienter. Echo. Schon Knopf was Ermin. Ja. So, ich pack mal alles, was wir jetzt nicht mehr brauchen, schon mal in die Truhe rein. Was sagt das Essen? Das Essen, die 16 Steaks sind fertig. Da gebe ich dir auch mal die Hälfte von ab. Ich habe noch 11 Steaks. Und Brot. Na gut, dann behalte ich jetzt die Steaks alle. Okay, Draki, dann würde ich sagen, dann haben wir jetzt beide auf jeden Fall Eisenausrüstung. Wir haben einen lustigen Eisenhelm jeder. Wir haben eine Diamond Pickaxe, die bei mir schon ein bisschen kaputt ist, weil ich damit anderes Zeug gemacht habe. Schande über mein Haupt. Das heißt, die nehme ich erstmal nicht vorrangig, meine. Das bedeutet, wir können dann in der nächsten Folge richtig reinhauen und können uns dann in diese wunderbare Höhle begeben, die ich da gefunden habe. Sehr cool. Auf jeden Fall. Ich freue mich schon drauf. Ja, wie immer dürft ihr uns auch ganz viele Kommentare schreiben, was wir hier alles falsch gemacht haben und was man noch bei Hexit alles noch mitmachen kann. Und ich hoffe auch drauf, dass wir bald mal den ersten Dungeon von innen sehen. Ja, von innen ich bin sehen. Gespannt. Vielleicht finde ich von auch. Vielleicht finde ich auch irgendwann meine Hacke wieder. Meine schöne Living Metal Pickaxe. Und Draki redet auch gerade schon ganz schön leise. Man merkt, sie ist sehr müde. Na, ich werde schlafen. Alles klar, Leute, dann haut rein, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Bis dann.